Willkommen zurück. Ja, ich habe hier gerade ein bisschen was machen können. Jetzt habe ich langsam ein Problem. Ich weiß nämlich schon gar nicht mehr, was ich wegschmeißen soll. Ja, nur die Stein-Slabs. Passt schon. Was heißt soll? Ja, also ich habe genug Eisen gesammelt. Ich bin hier in einer anderen Höhle. Nicht meine Farmhöhle, sondern eben eine weitere. Ich habe genug Eisen. Ich habe zwei volle Stacks mittlerweile. Ja gut, habe natürlich da auch die Super-Extraktoren rangeballert. Ne? Die kann ich mir jetzt auf jeden Fall bauen, weil zu Hause habe ich 99 Roheisenerz ja schon gesammelt. Das heißt, alles, was ich jetzt hier habe, darf ich verarbeiten. Davon 99 aufheben als Barren und dann let's fetz. Ne? Dann geht die wilde Wutz ab. Ich kann also ab jetzt mit Super-Extraktoren weiterarbeiten. Die Advanced nehme ich jetzt noch auf der Ebene, wo ich gerade bin, in meiner Farmhöhle. Danach ist aber Schluss. Ja, hier ist Heilwasser und alles mögliche. Jede Menge Wormworms waren hier schon. Also Miro-Stress. Ich brauche auf jeden Fall die Pixies, noch ein paar, weil das Pixie bietet immer beim Ernten nicht nur sein Leder oder vielleicht irgendwas, was es halt bietet, oder auch mal Klappen, sondern immer auch Pixie-Kacke. Naja. Und die kann ich natürlich dann benutzen, um meine Felder zu düngen. Ja, ich habe auf jeden Fall auch schon genug Sol drauf vorbereitet. Also ich kann mir sofort dann Eisenzellen sogar herstellen. Ich habe hier das Magnetit ohne Ende, das brauche ich ja für die Obsidianzellen. Ich habe hier schon Turmalin, einiges jetzt durch die Viecher gefunden. Habe hier eben den Soldrock, die blauen Pilze. Muscheln hatte ich ja eh genug, das ist ja das, was ich dann eben für die Eisenzelle brauche. Ne? Mir wird also im Moment nur Eisen und Seashells fehlen, den Rest hätte ich sowieso im Inventar schon. Ich weiß nicht, wie viel Soldrock ich schon habe. Also notfalls kann man sich einfach nochmal was ein bisschen zusammenfarmen, passt schon. Gehe jetzt gerade nicht mehr, weil ich habe keinen Platz. Aber bis ich dann praktisch auf Eisen treffe, kann ich sofort loslegen, Soldrock zu farmen. Bei mir in meiner Farmmine und dann geht die Wilde Wutz ab. Das wird fetzig. Ich würde sagen, ich rühre mich nachher nochmal. Wir werden ein bisschen Kochstudio heute noch machen. Turnip muss noch außen vor bleiben. Habe ich aber auch jetzt zwei Stück noch gesammelt. Fünf Stück würde ich erstmal aufheben. Eins kann ich also slappen, weil vier habe ich schon zu Hause. Und dann aus den Geslappten werden dann zwei Saatgut, die werden wir gleich mal in den Boden bringen und dann schauen wir weiter. Ja. Pilze kann man bestimmt auch züchten irgendwie. Mal gucken, wie das geht. Da gibt es bestimmt einen Trick. Man kann ja jede Pflanze züchten, das ist ja das Schöne. Stalaktit-Layer. Glow-Sönchen, Sönchen Red in the Dark. In Potions and Other Goods, ja vor allem Other Goods. Nämlich die Zellen, ja? Oh gut, bis dann. Mal gucken. Noch ein Pixie holen oder zwei oder drei. Vielleicht mal langsam einen schöneren Stall anfangen. Größeren vor allem. Mal gucken. Weil das die nicht bei mir zu Hause rumgammeln, das muss ja nicht sein. Ja, und dann habe ich da daneben auch eine schöne Tundra- und Graslandschaft, wo ich ein bisschen was auf eine Ebene bringen kann. Da kann man mal schauen, was man da für schöne Blueprints mal hinballern. Mal gucken. Geht auf jeden Fall jetzt los. Die langweiligen Farmerei-Sachen sind vorbei. Das mache ich jetzt alles immer offscreen. Das muss nicht offscreen sein. Bis gleich. Jetzt haben wir die Viecher gerade geerntet. Das macht man mit der Zelle. Jetzt müssen wir sie waschen. Das sieht man auch deutlich. Sie sind absolut dreckig. Ja? Also wenn man sie gefüttert hat, muss man sie erst dann eine Zeit lang später muss man sie ernten. Und dann, das heißt müssen, kann man sie. Und dann muss man sie waschen. Das machen wir jetzt mal schnell. Sieht nämlich witzig aus. Die Animation beim Schwein geht noch. Ja, freut sich sowieso ein Hund und wedelt im Schwanz. Ne? Das ist ja noch okay. Jetzt gehen wir mal zu Miru. Das ist zu geil. Guck mal, Miru. Ah, reckt die Arme hoch. Wie unter der Dusche, ne? Lässt sich schön. Ey. Sag mal. Hier. Arme hoch und schön unter den Achseln waschen, ja? Bescheuert, das Vieh. So, schon sehen sie wieder etwas sauberer aus. So, das kleine Viechchen natürlich auch. Nur das tanzt da so hin und her. Was steht jetzt an? Jetzt nochmal ein bisschen kurz. Bosche ist Critical Damage. Ja, ja. Jetzt machen wir kurz ein bisschen. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ein bisschen Kochstudio. Ja, wir haben noch ein bisschen Wasser geholt, aber es ist sowieso jede Menge Weizen. Also fangen wir damit mal an mit den einfachsten Rezepten einfach. Weizen und Wasser haben wir dabei, damit gehen wir in den Ofen und wählen Brot aus und das sehen wir auch schon, dass es nicht mehr grau hinterlegt. Das könnte ich wählen,
Ach, kenne ich sogar schon anscheinend. Aha. Ja, Pi kann ich vergessen, weil Ei. Deswegen möchte ich auch noch einen Schisser zähmen, das bei meiner nächsten Folge machen. Ja, das würde sogar gehen, Sandwich. Turnip-Sandwich, wenn ich jetzt genug Turnips habe, kann ich damit demnächst sogar machen. Und dann hätte ich das, was das Leafy absolut mag, ja. Weil das mag das. Turnip-Sandwich. Okay, warum nicht? Schizzard-Pot-Pie kann ich natürlich erstmal vergessen. So, hier Brot. Dafür brauche ich einfach Flüssigkeit. So, wenn man jetzt Heilwasser da reinmacht, ne? Was wird dann passieren? Dann macht dieses Brot nicht mehr maximal Health, sondern auch Heal over Time. Ganz einfach. Und dann gibt es eben auch ein paar Sachen. Es gibt auch Giftbrot. In der Lumit-Ebene, Mensch, wie heißt es denn? Korruptionswasser, wenn du reintust. Und es gibt bestimmt auch irgendwas mit dem Brackwasser aus dem Sumpf. Also ist voll witzig. Ist echt cool. Ja, Grain. Aber es. Ja, genau, das geht nicht. Ich hab's nur dabei halt. Gut. Ja, dann crafte mal. Machen wir einfach mal ein paar Brote. Die sind sowieso Grundvoraussetzung für alles. Ach so, ich habe kein Grain mehr. Ja, gut. Ja. Bam. Jetzt hätten wir praktisch schon mal was. Wir können ein Pilz-Sandwich machen. Nee, können wir nicht. Weil wir keine Zutat haben. Wir hätten zwar das Brot. Wir hätten ein Ingredient. Wir haben aber keine Vegetable. Ja? Also es fehlt uns der Salat. Ja, Moment. Wir haben genug Salat. Was soll's? Wir haben auch genug Brot. Wir können noch weiter ein bisschen backen. Würde ich sagen. Und Wasser haben wir auch genug. Machen wir mal anders. So. Okay. Back mal noch ein bisschen, weil Grundvoraussetzung ist einfach Brot hier für sehr, sehr viel. Ah, Moment, mir fällt gerade ein, die Suppe gibt es ja auch noch. Und die könnte ich jetzt natürlich machen. Na, ich kann also hier, ach so, ja, Pilzsuppe halt, ne? Glaube ich, müssen wir gleich mal schauen. Dazu müsste ich jetzt Liquid, also natürlich Wasser, das erstmal raus tun. Vegetable wäre jetzt wahrscheinlich Salat, Ingredient dann der Pilz. Wäre eine Suppe. Okay. Und wenn wir das jetzt andersrum machen? Ne, geht nicht andersrum. Das ist das Problem. Es geht nicht andersrum. Das muss eine Zutat sein, der Pilz. Es geht nicht als Vegetable. Naja, gut. Ja, stellen wir auch einfach mal ein paar her. Wer weiß wofür. Oh, die braucht sogar mehr. Die braucht relativ viel. So, haben wir Suppen. So, und schon könnten wir Pie. Den haben wir jetzt freigeschalten, genau. Jetzt haben wir ihn endgültig freigeschaltet, davor war er noch ausgekraut. Ja gut, kennen wir jetzt, aber nützt mir natürlich nichts, weil, ja. Grundlegend macht der schon mal auch 150 maximal Leben und eben maximal Stamina. Aber der hat eben dann Spezialsachen, wenn du was Besonderes reinmachst. Ich brauche aber dafür eben Eier, das heißt, ich brauche Schissatz. Hilft alles nichts. Ich könnte aber ein Sandwich machen, weil ich habe Brot. Ich habe Vegetable, ich habe Ingredient, damit ist es ein Mushroom-Sandwich, Heal Overtime, 200 Health, ist geil. Also machen wir. Wenigstens mal ein paar. Und dann pflanzen wir uns wieder wie ein bescheuerter Weizen an, dann können wir wieder und sammeln Wasser, dann können wir auch wieder mehr Brote machen. Und dann können wir mal effektiv mit den Dingern ein bisschen runtergehen. Jetzt ist es mir noch egal. Hier haben wir, ne, die Droplings von den Pixies, sehr witzig und wichtig. Oh, Pilze habe ich echt nicht mehr viele. Ich hätte hier aber auch roten Pilze nehmen sollen. Scheiße. Naja, gut, ist ja wurscht. Die braunen Mushrooms gehen ja genauso für... die roten Mushrooms gehen ja genauso für die Zellen. Außerdem werde ich demnächst schon auf Eisen umsteigen. Ist egal. So, fertigen Sachen tun wir mal hier rein. Wollen wir jetzt die blöde Suppe? Ach, da oben. Die ist, hat einen anderen Platz anscheinend. Na gut, warum nicht? Na, das ist jetzt also so im Moment Sache. Jetzt warten wir drauf. Aha, die wollen schon wieder essen. Und das kann man aber nicht mit allen auf einmal machen, weil irgendwie kriegen das nicht auf die Reihe. Jetzt warte ich lieber erstmal. Weil wenn ich nämlich jetzt drauf gehe, ja, das Geräusch hört man, aber es passiert nichts. Der frisst das nicht. Ich muss warten. Irgendwie klappt es nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Ob das irgendein Bug nur ist oder keine Ahnung. Achso, ich habe immer noch einen Weizen dabei. Heidana. Also hier so mein Kochstudio, ne? Es wird alles noch ein bisschen schöner gebaut, ein bisschen besser optimiert auch. Und ich werde vor allem auch noch ein bisschen Weizen anpflanzen. Hier haben wir 42 Weizensaat, die ich benutzen könnte, ja. Hier haben wir noch genug von den Crisp Lettuce, also von dem Kopfsalat. Draußen steht noch ein bisschen was davon. Und da werden wir jetzt maximal zulegen, uns den Turnip zu holen, die Rübe. Da geht es voll ab. Ja, hier unten ist einiges auch passiert. Das ist die dritte Truhe, weil wir machen wir bereits voll mit Kohle. Das war eben durch die Exkursion hier mit dem Eisen. Stichwort Eisen. Ich
habe nicht mehr genug Brennmaterial, aber ein bisschen was habe ich genug gemacht. Okay, jetzt habe ich wenigstens 42. Jetzt können wir nämlich Folgendes tun. Das machen wir auch. Wir haben eigentlich sowieso genug Kohle, ne? Naja, wir warten mal kurz noch. Was hatte ich jetzt vor? Eisen. Ach ja, ich habe ja da was vorbereitet. Was heißt vorbereitet? Ich habe da was vorgeblödelt. Und zwar war ja hier irgendwo angefangen, der Block Eisen. Nee, nicht hier. Wo ist denn der? Hier? Ah ja. So, jetzt haben wir nämlich 99, also die vier dürften wir schon verarbeiten. Wir haben jede Menge blaue Pilze. Den 99er-Stack dürfen wir auch verarbeiten. Ich habe unten schon einen 99er in der Kiste. Also alles gut. Ich kann mal wieder maßlos übertreiben. Werde ich auch tun. Mit Stolz, mit Fleiß. So, habe ich hier jetzt schon irgendwo Soldrock rein. Hier ist Stalaktit. Hier habe ich Mold. Habe ich hier irgendwo schon Soldrock rein? Hier. Hätten wir auch schon 5 Reserve, die wir ja brauchen nachher für die Zelle. Also das. Na, jetzt bloß kein Blödsinn machen hier. Das geht dann voll ab. Ja, und dann können wir nämlich hier schon anfangen. Nicht nur das, sondern Alben auch schon. Bam. So. Wir haben so viel Holz, wir können eigentlich mit Holz mal feuern, weißt du das? Ich glaube, Holz brauchen wir auch keine 4, da brauchen wir nur 2. Ist das so? Ja. Ja, dann brennen wir halt hier mal eine Runde mit Holz. So. Passt schon. Und eine Runde hinten können wir nochmal brennen. Ach so, wir haben ja gar nicht mehr so viel, ne? Ja, gut, lohnt sich nicht. Okay, lassen wir das. Also wir können noch nicht ganz auf Eisenextraktoren, weil wir eben erstmal noch einige Stacks Eisen schmelzen müssen. Also einen vorwiegend, ne? Einen müssen wir aufheben, aber einen dürfen wir noch schmelzen, richtig? Richtig. Ja, aber wenn wir das haben, dann können wir auf die Super-Extraktoren und dann kein Stress. Gut, haben ein bisschen gekocht. Ich habe ein bisschen kurz gezeigt, die andere Höhle, wo ich drin war. Ich war eben einfach mal ein bisschen am Rumsuchen. Ich warte jetzt darauf, dass der Turnip reif wird, der im Moment noch, ja, gerade mal ein Seedling ist, da ist noch nichts passiert. Was soll's. Und rühre mich wieder. Ja, wahrscheinlich nicht in 2 Tagen, wie ich sonst immer gemacht habe. Ich denke, das wird jetzt ein bisschen länger dauern. Und zwar muss ich erstmal zusehen, dass ich Erfolge habe. Also wahrscheinlich, ja. Hä? Blödsinn, falsch. Wahrscheinlich dann erst so in 4, 5 Tagen. Kann sein. Ach nee, Quatsch, wir wollten die nächsten Tiere zähmen. Na, das könnte man sogar noch machen. Aber gut, das wird auch trotzdem 2 Tage auf jeden Fall dauern. Gut, bis dahin. Gerne Like oder Kommentar. Bisschen Kochstudio war jetzt heute angesagt. Warum spawnen die eigentlich hier unten? Ist es so dunkel hier? Ja. Blend jemand anders. Ja, meine Kakteen wachsen, ne? Da kommen immer mal wieder so Kaktusblumen drauf, das ist voll cool. Nie drauf geachtet, ich Idiot. Bestimmt geht es mit den Baumblüten genauso und mit Sicherheit geht es auch mit den Pilzen. Muss man Stalaktite wahrscheinlich abschließen, weil die wachsen wahrscheinlich im Dunkeln. Naja, wobei dann wahrscheinlich nicht nur Pilze wachsen, sondern eben auch Würmer. Naja, egal. Schluss. Gerne Like oder Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir in Richtung Dschungel gehen, der da, Moment, da glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber hier ist. Und uns vielleicht mal 1, 2 Chizards holen wegen der Eier. Und vor allem noch 2 Pixies bestimmt mindestens. Und ja, vielleicht sogar ein paar mehr Chizards. Mal gucken. Wird ein Spaß. Bis dahin.